Was ist überhaupt Kompression? Ja, per Definition im medizinischen Bereich bedeutet es ja eigentlich nur ein Zusammenpressen oder ein Zusammendrängen von Organen oder von Strukturen. Beim Pferdebein geht es natürlich vor allem um dieses Thema angelaufene Beine. Und was man hier wissen muss, ist, dass Wasser oder Wassermoleküle, Wasser lässt sich nur verdrängen, aber nicht komprimieren. Das bedeutet, wenn wir mit einer Bandage arbeiten, verdrängen wir das Wasser. Wichtige Moleküle, Stoffwechselendprodukte bleiben aber im Gewebe liegen, weil die das Wassermolekül sozusagen als LKW benötigen. Insofern ist es immer die Frage, nur weil ein Bein dünn ist, heißt es nicht, dass uns mit Hilfe der Kompression gelungen ist, tatsächlich auch die Stoffwechselendprodukte wirklich ja, den Weg nach oben zu erleichtern. In der Peripherie muss eigentlich die Kompression starten und dann den Aufweg Richtung Herzwärts eigentlich erleichtert werden.